So, wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu Tag 2. Bin gerade aufgewacht. Ja. Ich werde wissen, dass ich morgen mit Muskelkater aufwache. Wie ich schon befürchtet habe, habe ich Muskelkater. Und würde am liebsten noch ein bisschen liegen bleiben. Jetzt geht es ja um 10:30 Uhr, ist die zweite Trainingseinheit. Für heute die erste Trainingseinheit in der Halle. Jetzt frühstücke ich noch was und dann geht's ja wieder los in die Halle. Danach zu Sporeck, dann werde ich ein bisschen Mittagsschlaf machen und dann später nochmal in der Halle. Ja, dann ist Tag 2 auch schon wieder vorbei. So, jetzt bin ich fertig mit dem Workout heute Morgen. Jetzt geht's auf zu Spurek. Ich habe lange das Gefühl, ich bin wie bei dem Film täglich grüßt das Murmeltier. Also mein Tag ändert sich nicht großartig. Sieht immer sehr ähnlich aus. Hier sind wir gerade übrigens in meinem Schlafzimmer. Das ist mein Spiegel, wo ich immer checke, wie ich aussehe, bevor ich losgehe. Zack, könnt ihr sehen, super wie immer. Hier ist der Platz, wo ich am meisten Zeit verbringe, wenn ich zu Hause bin. Mein über alles geliebtes Bett. Na gut, ich muss los. Wir quatschen. So, jetzt bin ich fertig mit Schwurek. Jetzt werde ich mir was Leckeres zu essen gönnen. Hier Café Barcelona, glaube ich. Jetzt zeige ich mal erst, was ich kurz esse. Danach geht es zum Mittagsschlaf. Na, Moment. Schön lecker. Nur gesundes. Und danach geht es wieder ab ins Bettchen. Wunderschönen Tag heute. So, zweite Trainingseinheit für heute. Werde ich mit Dennis ein bisschen Ballhandling machen, ein bisschen werfen. Und wieder an meinen Abduktoren arbeiten, an meiner Hüfte, meiner Stabilität und so weiter. Die ganzen Bälle, die hier rumspringen, ist die Pro B, die gerade Training hat. Die machen Defense. Da habe ich mal gesagt, Defense ist Einstellungssache. Die habe ich, brauche ich also nicht. Also Defense brauche ich, aber die Einstellung habe ich. Von da aus ist kein Problem. Arbeite ich lieber an meinem Wurf. Ja, ich wünsche den Jungs heute auf jeden Fall viel Glück. Die spielen jetzt, glaube ich, gleich. Dass sie halt genauso viele Dreier treffen, wie ich jetzt hier im Training. Und ja, wir hören uns. Das wird auf jeden Fall mein Training sein heute. So, meine kurze Pause nutze ich, um mir mal den Live-Score anzugucken von unserem Spiel gegen die Estländer. Jetzt gucken wir mal kurz hier ganz kurz. Wo ist hier der Live-Score, Jungs? Live-Score. Guck mal hier. Besser aus. Nur noch 34-32. So, wo ist denn hier? Ach, Spiel sogar richtig, ja? Ja, ja. Guck mal hier, wie fein das ist. Oh, wie haben wir denn da gerade? Was haben wir hier? 34, 32. Ja, läuft doch. Super. So, jetzt bin ich fertig mit meiner zweiten Trainingszeit für heute. Ja, ich habe gerade nochmal das letzte Viertel von unserem Sieg gesehen gerade in Estland. Was mich natürlich freut für die Jungs. Ja, morgen Abend kommt er wieder. Dann hoffe ich, dass ich ab Donnerstag im Teamtraining dabei bin und weiter mit unterstützen kann. Ich freue mich auf jeden Fall. Joe mit einem super Spiel, hat mir gefallen. Justin auch. Sehr gut, weiter so. Und ja, ich gehe heute Abend noch, gehe nochmal ins Kino heute Abend, gucke mir nochmal einen schönen Film an. Und ja. Wir sehen uns dann morgen wieder.